Wenn du auch schon die eine oder andere Geschäftsidee hattest oder mit dem Gedanken spielst, dich selbstständig zu machen, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich und nach dem Intro geht's los. Was zeichnet eine gute Geschäftsidee aus? Nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Das hat Victor Hugo, ein französischer Schriftsteller, ein sehr bekannter Schriftsteller, unter anderem den Glöckner von Notre Dame hat er geschrieben, und verschiedene andere interessante Sachen. Der hat das mal gesagt, das ist ein Ausspruch von ihm. Der Mann ist allerdings inzwischen seit 140 Jahren ungefähr tot. Aber sein Ausspruch, nichts ist so mächtig wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist, das hat bis heute Gültigkeit. Denn wenn man sich mal anguckt, was so für Geschäftsideen nach Jahren oder nach Jahrzehnten teilweise erst wirklich den Durchbruch geschafft haben, dann ist das schon ganz beeindruckend. Nehmen wir mal den Fidget Spinner zum Beispiel. Der ist wesentlich früher entwickelt worden, als er tatsächlich dann diesen Hype gehabt hat. Jetzt kann man natürlich nochmal drüber reden. Ist denn so ein Hype-Produkt tatsächlich auch das, was man als Geschäftsidee wirklich verkaufen kann? Aber es ist nun mal einfach existent. Oder anderes Beispiel, der Touchscreen. Der ist bereits in den 70er Jahren in CERN zum Einsatz gekommen, aber so richtig den Durchbruch hat natürlich eben erst Apple mit dem iPhone 2007 damit geschafft. Daran sieht man eben, eine Idee ist eben auch nur so gut, wie der Zeitgeist es zulässt. Wie kommt man aber jetzt zu einer wirklich guten Geschäftsidee? Also der erste und wichtigste Faktor wäre, dass man zumindest selber mal davon überzeugt ist, dass das eine gute Geschäftsidee ist. Also ein gewisses Selbstvertrauen gehört damit dazu. Idealerweise ein persönlicher Bedarf oder ein Problem, was man sieht, eben wo man eine Lösung für hat. Das ist so dass der Klassiker auch in der Produktentwicklung, dass man eben sagt, okay, ich habe hier ein Produkt geschaffen, da gibt es ein Problem und mein Produkt löst dieses Problem. Bitte kauft es alle. Das ist so ganz runtergebrochen quasi das, was man sich da irgendwie so vorstellt. Nehmen wir mal als Beispiel, irgendwie ich habe keine Lust, Getränke zu schleppen, weil die schwer sind und weil ich im fünften Stock wohne. Dann gründe ich vielleicht ein Unternehmen, das mir die Getränke nach Hause liefert. Flaschenpost zum Beispiel ist eins dieser Unternehmen, gibt aber inzwischen auch verschiedene andere. Und die haben sich genau darauf spezialisiert und werben auch genau damit, dass ich also eben nicht mehr selber einkaufen gehen muss, dass ich nicht mehr selbst die Sachen schleppen muss und dass ich sie trotzdem nach Hause kriege. Ich habe also ein Problem als User, als Nutzer quasi. Vielleicht ein Problem, von dem ich noch gar nicht genau wusste, dass ich es habe, aber auf jeden Fall schafft die Firma bei mir den Eindruck, ich habe ein Problem und ich möchte es gerne lösen. Prima, da ist die entsprechende Firma. SodaStream macht übrigens genau das Gleiche und zwar im gleichen Segment. Also auch dort geht es bei denen in der Werbung zum Beispiel ganz klar darum, wer kann die meisten Flaschen schleppen oder wer hat da überhaupt Lust drauf? Nein, keiner hat da Lust drauf, also kauft man sich ein SodaStream und sprudelt sich das Mineralwasser selber zu Hause. Einen ganz ähnlichen Ansatz, aber jetzt ohne Wasser und ohne den Anteil quasi zu schleppen, sondern eher großwirtschaftlich gedacht im Sinne von Getränke, die von A nach B transportiert werden müssen, kostet viel Energie, ist schädlich fürs Klima etc. pp. Hat beispielsweise auch das Unternehmen Waterdrop gemacht. Die haben Würfel mit Inhaltsstoffen, die sich dann im Wasser auflösen, ähnlich wie ein Brausewürfel sozusagen, entwickelt, die, mit denen du dir quasi deine Getränke einfach zu Hause selber schaffst. Und dann sieht man drei Geschäftsideen, drei vollkommen unterschiedliche Ansätze, die aber irgendwie in die gleiche Richtung gehen. Und dann auch noch einen Markt haben, der einfach nicht gesättigt werden kann so richtig, weil jeder Mensch muss trinken. Wir brauchen eine gewisse Flüssigkeitsmenge, um über den Tag zu kommen. Das heißt also, der Markt ist nahezu unendlich, so ziemlich jeder ist ein potenzieller Kunde. Die Idee ist das eine. Das andere ist, wie ich eben schon mal sagte, der Zeitgeist. Also aktuell beispielsweise wäre es vollkommen unsinnig, in bestimmten Kreisen ein Produkt auf den Markt zu bringen, das, nehmen wir mal, was aus der Luft gegriffen ist, das beispielsweise Strom herstellt, indem ich dafür fossile Brennstoffe verbrenne und dafür reihenweise CO2 in die Atmosphäre pumpe. Das ist in Zeiten von Fridays for Future und eigentlich auch schon seit 20 Jahren
ist das nicht mehr en vogue. Das mögen die Energiekonzerne ein bisschen anders sehen, aber das ist nun mal einfach die Realität. Dass so etwas nicht mehr gut ankommt und deshalb der Zeitgeist einfach nicht mehr stimmt. Anderes Thema wäre Vorschriften. Es gibt gerade in Deutschland ganz besonders viele Vorschriften für alles Mögliche, was sein Positives hat, was aber bestimmte Geschäftsideen auch einfach sehr einschränken kann. Ja, da gibt es eben Reglementierungen, an die muss man sich halten, wenn man hier verkaufen will. Sonst darf man eben bei den Großen nicht mitspielen. Die nächste Frage bei der Umsetzung einer Geschäftsidee ist immer auch, was für ein Typ Gründer sitzt da vor mir oder was für ein Typ Gründer bist du? Bist du zum Beispiel jemand, der unglaublich gut Menschen Dinge verkaufen kann im direkten Gespräch? Was ich zum Beispiel nicht so besonders gut kann. Aber wenn du so jemand bist, dann ist das prima für dich. Dann kannst du ein Geschäftsmodell entwickeln, auf dem du dein Produkt oder deine Dienstleistung direkt an Endkunden oder direkt auch an Einzelhändler, Zwischenhändler etc. pp. Verkaufst. Das ist schwierig, solche Geschäftsmodelle zu skalieren, also größer zu machen. Da ist es immer von Vorteil, Geschäftsmodelle zu haben, die nicht auf so eine eigene Persönlichkeit quasi abzielen. Aber das macht nicht das eine schlechter, das andere besser. Das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern es geht einfach nur darum, dass das eine lässt sich eben leichter skalieren, das andere schwieriger. Dann könnte es sein, dass du zum Beispiel total designfixiert bist. Dass es dir total leicht fällt, irgendwie ein Logo zu erstellen oder auch eine Website, dass du vielleicht entsprechende Kenntnisse hast. Dann ist natürlich für dich ein irgendwie im Online-Bereich, irgendwie im Fern- und Dialog-Marketing irgendwie angesiedeltes Geschäftsmodell am Ende vielleicht das Beste, was dir passieren kann. Oder bist du vielleicht einfach selber quasi dein bester Kunde? Du könntest zum Beispiel total auf Kaffee fixiert sein und ein großer Kaffeeliebhaber, dann macht es für dich vielleicht Sinn, einen Handel mit Kaffeeprodukten zu machen, weil du alle Sorten kennst. Oder du sagst, ich habe alle Sorten durchprobiert, aber irgendwie die perfekte, für mich perfekte Röstung, die gibt es noch nicht. Ich glaube, da ist noch was anderes möglich. Ja, dann mach eine eigene Rösterei auf und probier deinen eigenen Kaffee am Markt zu etablieren. Also das sind alles so Faktoren eben, die damit reinspielen, je nachdem, was du halt für ein Typ bist. Es kann auch sein, dass du total zahlengetrieben bist und sagst, okay, ich will was haben, wo ich direkt ab Tag 1 irgendwie einen Gewinn mitsehe, dass ich irgendwie oder große Umsätze mit erwarten kann oder sowas und daran sozusagen festmache, wie wertvoll sozusagen ist meine Geschäftsidee. Oder du bist jemand, der sagt, ich möchte einfach der Welt was Gutes tun. Ich habe eine Idee, ein Produkt und möchte damit die Welt irgendwie verbessern. Das behaupten zwar übrigens ziemlich viele von sich, die wenigsten tun es tatsächlich. Aber es gibt da tatsächlich das auch als Motivationsgrund, dass man sagt, ich möchte der Menschheit irgendwie was Gutes tun oder dem Planeten oder möchte was Gutes für Tiere oder etc. tun und macht daraus eben ein Geschäftsmodell. Das ist etwas, was sich überhaupt nicht gegenseitig ausschließen muss. Man kann sehr profitable, sehr gute Geschäftsmodelle entwickeln und auch umsetzen und damit Millionen und Milliarden Euros an Umsätzen einfahren und trotzdem ein gutes Unternehmen sein und trotzdem eben was Positives für die Menschheit bewirken. Müssen ja nicht alle so sein wie Amazon, ne? Und der vielleicht für manche wichtigste Faktor ist, wie rentabel ist deine Geschäftsidee? Ich meine, es ist eine Sache, ein tolles Produkt zu haben, wenn es sich nicht verkaufen lässt, weil zum Beispiel die Produktionskosten viel zu hoch sind und du daraus resultierend einen Preis definieren musst, der wiederum für den Markt viel zu hoch ist, dann ist das Produkt einfach nicht gut. Dann muss man das einfach so sagen. Dann geht es darum, was hast du unter Umständen für Folgekosten oder wann erreichst du den Break-Even? Also Break-Even nur ganz kurz, ich kann da in einem späteren Video mal genauer drauf eingehen, aber ganz kurz gesagt geht es quasi darum, wie viele Produkte beispielsweise oder wie viele Dienstleistungen musst du verkaufen, bis du deine Fixkosten gedeckt hast, also bis du auf Null bist. Dann geht es darum, was hast du für ein Produkt, für eine Dienstleistung oder für eine Geschäftsidee eben, wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kunde zurückkommt und wieder Kunde wird. In dem Zusammenhang vielleicht auch noch,
Was für eine Stimmung hat er dann, wenn er nämlich nur deshalb zurückkommt, weil dein Produkt Mist ist und es einfach nach wenigen Wochen und Monaten irgendwie kaputt geht, dann ist das das letzte Mal dein Kunde gewesen im Zweifelsfall. Wenn er aber zurückkommt und sagt, cool, ich habe jetzt das Produkt gekauft, da gibt es ja noch eine Ergänzung zu oder ich habe das weiterempfohlen, ne? Also das heißt, du hast dann direktes Mouth-to-Mouth-Marketing. Eben das sind perfekte Situationen, eben, die man sich als Unternehmer wünscht. Und das wäre auch das, wo ich die Leute immer versuche hinzuberaten, wenn ich irgendwie eine Beratung mache. Dann geht es darum, was für eine, man spricht dann von Customer Lifetime Value. Also über den gesamten Zyklus, den ich mit einem Kunden habe, was erwarte ich tatsächlich irgendwie für einen Umsatz dann von denen? Und dann kann es zum Beispiel auch sinnvoll sein, ein Einführungsprodukt zu haben, an dem ich überhaupt keinen Gewinn mache, an dem ich womöglich sogar noch drauf zahle, also alles immer unter der Maßgabe, die Finanzierung ist gesichert. Aber wenn das der Fall ist, dann kann es durchaus Sinn machen, ein solches Produkt auf den Markt zu werfen, einfach um eine Präsenz zu haben und erstmal zu zeigen, was man kann. Und weil ich ja dann weiß, okay, ich habe jetzt meine Kunden irgendwie akquiriert und die sind zufrieden mit dem ersten Produkt, was ich auf den Markt gebracht habe. Und dann kann ich im nächsten Step vielleicht ein Ergänzungsprodukt oder ein Abonnement oder was auch immer eben an den gleichen Kunden verkaufen. Den muss ich nicht mehr akquirieren, der kostet also in dem Sinne kein Geld mehr, sondern mit dem kann ich ab dem Moment dann Geld verdienen. Und deshalb schaut man sich bei sowas immer die Customer Lifetime Value an, also das, was an Umsatz tatsächlich über die gesamte Laufzeit, die ich mit dem Kunden habe, auch tatsächlich generiert werden kann. Ein weiterer Faktor, den man auch immer wieder berücksichtigen sollte, ist, wie hoch sind die Kosten für die Markterschließung? Also eben beispielsweise, um Kunden zu akquirieren oder um einen bestimmten Marktanteil sich zu verschaffen. Und gerade bei der Kundenakquise, das ist echt ein Thema, was viele Leute unterschätzen. Im Online-Bereich sagt man gerne, je nachdem, um was für Produkte es sich handelt, aber kann so einen Neukunden zu akquirieren über Werbemaßnahmen, sei es Facebook oder Instagram-Werbung oder eben Google-Apps oder sonst irgendetwas, das kann durchaus mal zweistellig werden, in bestimmten Fällen von extrem teuren Produkten oder extrem seltenen Produkten kann es auch durchaus mal dreistellig werden, der Betrag, den ich investiere, um einen Neukunden zu akquirieren. Das ist fein, solange diese Kosten sich eben halt über die Customer Lifetime Value, wie ich eben schon gesagt hatte, einfach wieder zurückspielen. Wenn ich 15 Euro für einen Neukunden im Groben investiere, mit allen Anzeigen etc. pp., dann ist das vollkommen in Ordnung, wenn ich diese Kosten eben zurückbekomme beim Verkauf. Und wenn ich über die Laufzeit ein Vielfaches dessen mit dem Kunden mache, den ich einmal akquiriert habe und danach ja nur noch sehr geringe Kosten habe, um ihn vielleicht zum Wiederkäufer zu machen, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Wenn ich aber 15 Euro investiere in den Neukunden und verdiene an dem Verkauf nur 12 Euro, dann mache ich halt Verlust. Und wenn ich dann nicht ein Folgeprodukt habe, mit dem ich den Kunden wieder und wieder und wieder zum Käufer machen kann, dann ist das keine profitable Geschäftsidee. Selbst wenn das Produkt an sich vielleicht super gut ist und wenn es zu guten Herstellungskosten irgendwie auch produzierbar ist und eine gute Gewinnmarge bietet. All das sind ja Faktoren, die ich vorher berücksichtige. Aber wenn das alles nicht gegeben ist und ich dann auch noch solche Kosten produziere, dann wird das Geschäft einfach scheitern. Das muss man ganz klar einfach so sagen. Okay, ich hoffe, ich habe jetzt so ein bisschen mal so klar machen können, was so im Groben für eine Geschäftsidee wichtig ist, was es für Punkte gibt, die man dabei irgendwie sich anschauen sollte. Denn es ist ein himmelweiter Unterschied, ob ich irgendwie eine fixe Idee im Hinterkopf habe oder ob ich ein wirkliches Geschäft daraus mache. Die fixe Idee ist schnell nachgedacht und auch schnell mal überlegt und auch im kleinen Maßstab vielleicht mal schnell umgesetzt. Aber wenn ich ein profitables, also dauerhaft profitables Geschäft daraus machen möchte, dann muss ich eben tatsächlich ein bisschen tiefer einsteigen in die Analyse. Und tiefer einsteigen werden wir
auch noch in Folgevideos. Deshalb schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, wenn ihr eine bestimmte Geschäftsidee habt, die ihr gerne mal analysiert haben wollt. Also idealerweise jetzt keine, die top secret ist, sondern wenn ihr einfach nur sagt, ich möchte gerne mal zum Beispiel ein bekanntes Geschäftsmodell, was man kennt von irgendeinem Unternehmen, analysiert haben und würde da gerne mal so ein bisschen eine Expertenmeinung zu hören, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Oder schreibt mir eine persönliche Nachricht, wenn ihr die eine Million-Dollar-Idee im Hinterkopf habt, dann schreibt mir eine persönliche Nachricht, auf keinen Fall bitte einen Kommentar. Dann kann ich euch erstens persönlich beraten irgendwie und euch dazu was sagen. Und ihr habt gleichzeitig nicht das Problem, dass die Idee einfach von irgendwem übernommen werden kann. Klingt jetzt ein bisschen so, als ob ich mir die Idee dann aneignen will. Nein, das möchte ich nicht. Also ganz klar, wenn ihr mir eine Nachricht schickt, dann kriegt ihr als allererstes mal, bevor ihr mir dann die tatsächliche Idee, die Geschäftsidee irgendwie schildert, kriegt ihr von mir erstmal eine NDA, also eine Verschwiegenheitserklärung. Und das ist erstmal immer die Grundlage, auf der ich sozusagen arbeite. Und dann kann man sich darüber unterhalten. Vielleicht ist aber auch eine Idee dabei, wo jemand sagt, ja, es ist zwar meine Idee, aber ich möchte die trotzdem ganz gerne einfach mal öffentlich besprechen und mal gucken, ob ich nicht vielleicht ein positives oder überhaupt ein Feedback eben aus der Community bekommen kann. Auch das kann ich immer sehr empfehlen, gerade wenn es um Ideen geht, die einfach auch effektiv nicht schützbar sind durch irgendwelche Schutzrechte, dann macht das durchaus Sinn, einfach früh in den Entwicklungsprozess die potenzielle Zielgruppe mit aufzunehmen und einfach zu schauen, wie denn da das Feedback ist. Also wie gesagt, schreibt mir gerne was in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Ich versuche auf alles drauf einzugehen und vielleicht in den nächsten Videos ein bisschen Bezug darauf zu nehmen. In den nächsten Videos geht es dann darum, einen Namen für das Unternehmen zu finden oder für die Geschäftsidee. Dann vielleicht gehen wir mal darauf ein, wie schütze ich mir so einen Namen, wie geht das konkret, was kostet mich das, was gibt es sonst noch für Schutzmöglichkeiten, eben damit mir keiner meine Idee streitig macht. Dann geht es aber auch vielleicht darum, was für Finanzierungsmöglichkeiten gibt es, was für Unternehmensformen gibt es, welche bieten sich dafür welches Thema irgendwie besonders gut an. All das sind so Sachen, die ich in den nächsten Videos besprechen will. Wenn ihr da besondere Wünsche habt, schreibt mir auch das bitte gerne in die Kommentare unten rein. Dann kann ich darauf eingehen und kann dann dementsprechend die Inhalte der Videos besser planen. Bis dahin, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt Spaß gehabt, mir so ein bisschen beim Labern zuzuhören. Und alles Weitere schauen wir dann in den nächsten Videos. Bis dahin.